Kinder, euer Drax ist wieder mal da und will euch ein bisschen helfen, dass ihr mit den Aufgaben leichter zurechtkommt. Ist das okay für euch? Ich hab nichts gehört. Das geht besser. Ist das okay für euch? Puh. Jetzt hab ich's gehört. Danke für das Echo. Sag mal, Drax. Ja, hier bin ich. Kannst du den Kindern vielleicht erklären, was dieses komische Schild hier soll? Hey, das ist doch ein Kalender. Damit wissen die Kinder, was heute für ein Datum ist. Und zwar heute ist Mittwoch, der 7. April. Außerdem haben wir Frühling. So, ihr Lieben, wir wollen heute mal ein bisschen mithelfen, dass ihr euch mit Mathematik leichter tut. Und zwar auf Seite 118 im Drax-Teil B. Da seht ihr oben bei der Nummer 1, wie auf verschiedene Arten ihr Rechnungen bei der Minusrechnung erledigen könnt. Die erste Art ist, wir nehmen im Kopf als erstes einmal die Zehner weg. Ich helfe dir ein bisschen und schreibe hier die Stellenwerte drüber. Zehner und Einer, das ist nämlich wichtig. Auch das Ergebnis hat dann Zehner und Einer. Wenn du an der Einerstelle 0, also nichts wegnimmst, bleibt die Einerstelle natürlich gleich. An der Zehnerstelle nimmst du hingegen von 5 Zehnern, nimmst du 2 weg, das heißt es bleiben 3. So, mit diesen 36 musst du weiterrechnen. Und jetzt kommen die 7 weg. Wie du das löst, weil es geht hier unter den 30er, Achtung, ja, wir haben hier mehr wegzunehmen an der einer Stelle, als wir haben. Das heißt, wir landen mal bei 30 und dann haben wir noch nicht alles weggenommen. Ob du das jetzt mit Stiften, Umwechseln, Fingern oder auch schon richtig im Kopf löst, das überlasse ich dir. Rauskommen sollte auf jeden Fall 29. Die zweite Art, das zu rechnen, ist ebenfalls wieder mit Beachtung der Zehner- und Einerstelle. Achtung, an dieser Stelle steht am Zehner nichts, also 0. Wenn wir nämlich zuerst die 7 abziehen. 56 minus 7, das Buch hat es dir schon hingeschrieben, ist 49. Damit rechnest du weiter und du siehst, an der Einerstelle kommt nichts weg. Das heißt, die Einerstelle bleibt gleich, also 9. Und an der Zehnerstelle nimmst du von 4 Zehnern 2 weg. Jetzt wird es ein bisschen mehr zum Mitdenken. Schau mal genau. Fällt dir was auf, wenn du hier diese Zahlen ansiehst? 56, 40 und 16. Unser Buch oder auch der Drax. Natürlich war das ich, der hier so schlau war. Hallo Drax, was war da so schlau dran? Na, das Aufteilen. Was hast du aufgeteilt, Drax? Die 56. Hä? Ach ja, aber die Kinder haben das schon längst gemerkt, oder? 40 plus 16 ist nämlich 56. Das Mädchen im Buch... Nein, ich! Okay, der Drax hat festgestellt, 7 sind mehr als 6. Das kann ich so nicht wegnehmen. Also hat dieses Mädchen... Nein, ich! Okay, der Drax hat sich schon gedacht, ich tausche mir von den 5 Zehnern einen schon sicherheitshalber um, hab dann nicht mehr 6 Einer, sondern 16 Einer, aber nur mehr 4 Zehner. Und dann nimmst du im Kopf einfach von den 4 Zehnern die 2 Zehner weg und bleiben 20 über. Und von den 16 die 7 und was bleibt da über? Die 9, richtig. Habe ich auch schon von dir aus dem Hintergrund gehört. Wichtig ist, bei allen drei Arten muss am Ende das Gleiche rauskommen. Hier musst du nämlich noch diese 2 zusammenzählen, sonst stimmt's nicht.
Am Ende kommt bei allen drei Rechenarten, diese Minusrechnung zu lösen, 29 raus. Du suchst dir jetzt diese Art aus, die du am besten kannst und machst die Übung Nummer 2. Übung Nummer 3 ist wohl klar. Kontrolliere die Ergebnisse, das heißt, rechne selber. Und dann, wenn es stimmt, kommt ins Kästchen daneben ein Hackerl. Wenn es falsch ist, wie hier in der zweiten Zeile, streichst du durch und schreibst das richtige Ergebnis daneben. Du schaffst das. Bei der Nummer 4, bei unseren Rechenpyramiden, sollten alle Kinder die obere Reihe schaffen. Und wir machen hier mal eine gemeinsam. Was wissen wir von einer Rechenpyramide? Immer die zwei Zahlen in den unteren Steinen ergeben zusammen die darüber. Was muss dann hierher kommen? 4 plus wie viel ist 8? Oder auch, was wäre die zweite Möglichkeit? Eine Umkehraufgabe zu rechnen, nämlich 8 minus 4. Wie du es besser kannst, entscheidest du für dich. Aber das Ergebnis sollte stimmen und heißt in diesem Fall 4. Habe ich auch schon von dir gehört aus dem Hintergrund. Und jetzt sollst du noch ausrechnen, 8 plus wie viel ist 36? Oder die Umkehraufgabe 36 minus 8. Und ich habe es im Hintergrund schon gehört, das ist natürlich 28. Womit uns nur mehr 1 zu lösen bleibt, was fehlt hier? 4 plus wie viel ist 28 oder Umkehraufgabe 28 minus 4 ist. Und was kommt raus? Ich habe es auch schon von dir gehört, 24. Die anderen drei Aufgaben hier in der ersten Reihe funktionieren ganz genauso. Hier, auch die könntest du schaffen, da geht es nur ein bisschen kreuz und quer, aber noch nicht schwer. Hey Richard, du hast ein Gedicht gesagt. Hä? Trag's ein Gedicht? Na klar, quer und schwer. Ja, tragst du, passt wirklich heute gut auf. Ein bisschen schwieriger ist dann die letzte Zeile. Da könntest du diese Rechnung schaffen, aber dann wird's ein bisschen schwieriger. Da darfst du dann überlegen und probieren. Oder du lässt diese 4 einfach aus. Ja, liebe Kinder, auch der Herr Lehrer ist im Homeoffice, hat aber am Bildschirm euer Buch liegen. Das heißt, ich kann euch jetzt ein paar Tipps zu den Deutschübungen für heute geben. Kommen wir mal Seite 42, das ist das, was ihr heute zu tun habt. Bei der Nummer 1 sollst du auf Seite 38 und 39 zurückblättern und auf diesem Bild, das du in deinem Buch genauso schön hast wie ich hier, sollst du suchen, ob du die Tunwörter oder Zeitwörter, die in der Übung 1 im Kästchen stehen, nämlich wandern, verstecken, wegwerfen, rasten, besuchen und laufen findest. Ich versuche mir mal nur das Wort wandern jetzt zu merken. Blättere zurück auf Seite 38, 39 und wir suchen jemanden, der wandert. Wer glaubst du wandert hier? Also ich würde mal sagen, hier steht doch sogar irgendwo das Wörtchen wandern. Schau mal genau hier. Also werden es diese drei sein, die wandern. Und damit sollst du jetzt, wie es im Buch gewünscht wird, deinen Eltern einen schönen Satz sagen. Schreiben musst du ihn noch nicht. Diesmal geht es ums Sprechen. Also wir gehen nochmal zurück auf Seite 38, 39. Was wäre ein super Satz? Ich habe da was gehört. Was sind denn die drei zusammen? Richtig, das ist eine Familie und jetzt einen Satz mit Familie und Wandern. Und mit den anderen Zeitwörtern machst du das ganz genauso. Kommen wir jetzt zur Nummer 2.
Hier findest du Zeitwörter oder Tunwörter. Bleiben, wohnen, leben, brauchen, finden und sammeln. Jedes dieser Wörter passt nur zu einem Satz. Du darfst keines öfter verwenden und der Satz soll sinnvoll werden. Eine kleine Hilfe, das Wörtchen leben ist schon verwendet. Hier steht dann, ich lebe gerne in der Stadt. Diesen Satz hast du schon. Und jetzt musst du mal überlegen, welches Wort passt hier wo. Kleiner Tipp, die, wo du dir sicher bist, mach zuerst, es bleiben weniger über, wo du dann vielleicht ein bisschen nachdenken musst. Kleine Hilfe, das Wörtchen sammeln. Nehmen wir mal das heraus. Was kann man sammeln? Also, ich höre schon was. Ah, du sammelst Kastanien im Herbst. Super. Sammelt vielleicht jemand von euch Briefmarken? Okay. Oh, du sammelst Barbie-Puppen? Das finde ich aber toll. Aber hier sammelt man im Wald, naja, er sammelt bis zum Abend im Wald. Wäre natürlich möglich, aber wir müssten wissen, was er sammelt. Wir brauchen also einen Satz, in dem etwas ist, was man sammeln kann. Blumen, eine Vase sammelt man nicht wirklich, die hat man in der Wohnung. Käfer könnte man sammeln. Aber ich habe einen ganz anderen Verdacht, nämlich schöne Steine. Und wenn du dann das richtige Zeitwort gefunden hast, zum Beispiel sammeln für diesen Satz, dann sollst du noch herausfinden, wie heißt es bei du. Heißt es du sammeln? Ich weiß, das hast du gewusst, dass es nicht so heißt. Heißt es du sammle? Ich sammle. Du sammelst. Wir alle sammeln. Und da gibt's für jedes Zeitwort die richtige Form. Die habe ich dir im Wochenplan auch für ein Zeitwort sogar hineingeschrieben. Also, ich glaube, das schaffst du jetzt auch. Auch im Deutsch-Arbeitsheft gibt's ein bisschen was zu tun. Seite 56. Verbinde die Sätze richtig. Und dann schreibst du die Sätze auf. Fangen wir mal an mit Amelie. Amelie, was könnte sie tun? Auf jeden Fall eine Zeitwortform mit einem T am Ende. Also nicht leben, aber übernachtet wäre möglich. Brauchst, da haben wir das Du, das passt auch nicht. Besuche wäre ich, passt auch nicht. Bekommt Oma ein Geschenk, das passt auch nicht. Und suchen im Wald Pilze auch nicht. Also es geht eigentlich schon nur mehr, Amelie übernachtet heute im Garten. Das verbindest du. Ich kann das am Computerbildschirm natürlich nicht. Und wenn du es verbunden hast, weißt du, dann schreibst du deinen Satz. Zum Geburtstag. Na, da muss doch im zweiten Teil unbedingt das Wörtchen, halt, wo habe ich es gehört? Geschenk vorkommen, natürlich. Und so weiter. Meine Lieben, ihr schafft das. Bei der Nummer 2 musst du nur das richtige Wort hier einsetzen. Chris, plopp, auf einem Bein. Steht Chris oder stehend Chris oder stehst Chris? Natürlich, Chris steht und ankreuzen. Und mehr war es auch schon nicht. Und die Nummer 3 heißt nichts anderes, als diese kurzen Sätze aufzuschreiben. Ich glaube, das schaffst du locker. Zum Abschluss möchte ich dir heute etwas über den, nein, nicht den Osterhasen, sondern über Hasen und Kaninchen erzählen. Du hast es in deiner Tiermappe auf Seite 34, das Kaninchen aus der Familie der Hasen. Kaninchen, Nagetier. Wie alle Hasen, zu denen das Kaninchen gehört, ist es ein Säugetier und Nagetier.
was du an den zwei scharfen, länglichen Vorderzähnen erkennst. Höhlen. Hasen graben Höhlen mit Verbindungsgängen in die Erde, in denen die Kolonien, das sind die Gruppen von Hasen, Schutz finden. Klopfen. Wenn sie nervös sind, klopfen Kaninchen oder auch Hasen mit den Hinterbeinen auf den Boden. Der Hase im Film Bambi, den du vielleicht schon mal gesehen hast oder eigentlich schon gesehen haben solltest, weil ich ihn euch schon gezeigt habe, heißt deshalb Klopfer. Haustier. Es gibt Wildkaninchen, aber du kannst auch eines als Haustier haben. Aber Achtung, mit ihren Nagezähnen knabbern sie gern alles Mögliche an. Und leider auch Stromkabel. Und wenn ein Kaninchen ein Stromkabel anknabbert, dann kann das ganz ungute Folgen haben. Außerdem auch noch ein Tipp, Kaninchen sind keine Streicheltiere. Also als Haustier natürlich geeignet, aber nicht ganz so optimal. Aber weiter zu unserem Text. Gruppe oder Einzellen. Kaninchen leben in Gruppen. Hasen eher alleine. Unterscheiden kannst du sie gut an den Ohren. Die Hasen haben die längeren Löffel. So nennt man ihre Ohren. Anmerkung jetzt noch zu dem alleine oder in Gruppe. Kaninchen leben also lieber in Gruppen. Also ein Kaninchen als Einzelnes zu Hause zu haben, da wird das Kaninchen nicht sehr froh sein. So, zurück zu unserem Text. Haken schlagen. Auf der Flucht können Hasen in höchstem Tempo die Richtung ändern und so ihren Feinden, zum Beispiel Marder oder Füchse, entkommen. Das können die, die ihnen nachlaufen, nämlich nicht so gut, dass sie die Richtung ändern können. Thank you.